So, dies ist ein Test mit dem Cytec X36F Joystick und Cytec X35T Schubregler, der zeigen soll, dass alles in DCS entsprechend funktioniert, auch wenn die eigentliche Cytec-Steuersoftware nicht mehr verfügbar ist. So, ich klicke jetzt hier in DCS rein und gehe auf Zuweisen der Controls. Bin jetzt hier in AC&C Game, da habe ich eigentlich nichts drin zu suchen, deswegen ist das hier eine ganz gute Testumgebung. Jetzt klicke ich hier einfach den Befehl an hier für Aktivpause und drücke nacheinander mal die Joystick-Buttons. Das ist der Trigger-Button. Wir haben nur einen Gun-Trigger, keine zwei Stages, also ein Stage-Trigger, mehr hat der Joystick nicht. Das ist der Pickle-Button. Das ist der Feuer-Button A, das ist der Feuer-Button B, das ist der Coolie-Head links nach oben, Coolie-Head nach rechts, Coolie-Head links nach unten, Coolie-Head nach links. Das ist der untere POV-Schalter in der Abstellung. Das ist nach rechts. Man sieht, der kann auch ab rechts. Das wäre down rechts, das wäre down left, das wäre left und das wäre up left. Also die funktionieren auch alle. Das ist der Pinky Switch Button und ich glaube, das war es eigentlich jetzt mit dem Joystick. Habe ich keinen vergessen. Dann kommen wir zum Maus. Ja, Mausbutton, ne, also der neben dem Ministick, der kleine Mausbutton ist Button 6. Ministick nach oben ist Button 23, nach unten Button 25, nach links Button 26, nach rechts Button 24. Man sieht also, dass der Ministick hier keine Achse ist, sondern als Button erkannt wird. Hier haben wir den Feuerbutton B, den der rote auf dem Daumen auf dem Throttle. Der Schalter steht jetzt hier in dem M1 Modifier 1. Ich klicke mal nach 2, Button 10, Modifier 3, Button 11. Und jetzt gehe ich wieder in die Mitte zurück, Button 10 und ganz nach links, da kamen wir her, ist Button 9. Der Modifier 1 ist also Button 9. Da oben drüber haben wir den AUX-Button. Der hat den Nummer 13, 14 und 12. 12 ist der ganz linke, da stand da vorher. Das waren die Buttons auf dem Throttle. Mehr hat er da auch nicht. Doch, hier ist noch ein Vier-Wege-Schalter vorne am Zeigefinger. Das wäre nach oben, das wäre nach unten, das wäre nach links, das wäre nach rechts. Die funktionieren also auch alle. Jetzt zeige ich einmal, wie man Modifier entsprechend setzen kann, damit man, weil die Cytec-Software nicht mehr vorhanden ist, auch dann halt sagen kann, ich kann jetzt hier den Button M1, M2, M3, also den Mode-Schalter zum Beispiel auch zuweisen. Da klickt man auf Modifier, dann sagt man Add und jetzt muss man das Device auswählen. Das wäre hier der Cytec X36 und wenn ich jetzt zum Beispiel den Button 10 zuweise, also das wäre der Modifier in der Mitte oder den Button 11 oder den Button 9 und dann halt OK sage, dann habe ich den hier oben in der Modifier-Liste mit drin. Sage ich okay. Und jetzt könnte ich zum Beispiel sagen hier, ich will jetzt sagen wir den Feuer-Button B haben mit dem Modifier in der Position 1. Na, so könnte ich dann auch könnte ich sozusagen jeden Knopf, den ich habe, jeden Button mit drei verschiedenen Layern zuweisen. Natürlich müsste ich dann noch die Modifier Button 10 und Button 11 auch zuweisen. Wenn ich das möchte, kann ich auch den AUX-Button noch als weiteren Modifier. Dann hätte ich insgesamt sechs Ebenen, die ich belegen kann. Naja, da macht dann natürlich irgendwann mal keinen Sinn mehr. So, kommen wir zu den Achsen. Da sind die Cytec X36. Hier hat er schon das Spiel automatisch was vorbelegt bei mir. Ich schiebe den Joystick mal nach vorne und nach hinten. Das ist die Y-Achse. Ich schiebe den Joystick nach links und rechts. Das ist die X-Achse. So, und dann muss ich mal gucken, was hier noch so belegt ist. Dies ist die Ruderwippe auf dem Throttle.
Na, und die, wie man sieht, erkennt er so, hat er so schon vorher als Ruder auch erkannt. Alles super. Jetzt muss ich hier mal den Joystick nach den Throttle nach vorne und hinten bewegen. Da scheint also noch nichts zugewiesen zu sein. Der Joy Z, weiß ich jetzt gerade nicht, was das ist, deswegen cleare ich den mal, weil ich will den ja als Throttle Common zuweisen. So mache ich einen Doppelklick drauf und jetzt schiebe ich einfach mal den Schubheber ganz nach vorne, ganz nach hinten und jetzt sieht man, hat er hier die Joy Slider One-Achse erkannt. Sage ich okay. Und jetzt ist die im Prinzip zugewiesen. Da muss man jetzt noch schauen. Also jetzt ist die gerade ganz hinten. Also eventuell muss man die noch umdrehen. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Dann kann man hier auf, ups, jetzt bin ich ausgeklickt. Jetzt kann man auf, aha, ich komme hier unten nicht drauf auf den Axis Tune. Okay. Das liegt jetzt an der Videosoftware. Ich komme hier leider nicht auf Axis Tune drauf. Auf jeden Fall kann man dann hier drauf drücken. Und ja, den dann entsprechend nochmal umdrehen zum Beispiel. Das weiß aber auch jeder, der den entsprechend hat. Wir machen mal noch zwei Achsen, die noch überbleiben. Und zwar, ich klicke einfach mal drauf. Das ist jetzt eine unsinnige Zuweisung, Throttle Left. Ne? Ich habe jetzt hier das Drehrad, was oben am Zeigefinger ist, also an der Vorderseite des Throttles. Ne? Das habe ich mit Joy RX jetzt zugewiesen. Und wenn ich das jetzt drehe, ah, muss ich da weggehen, dann sieht man, dass der im Prinzip auch belegt ist. Ne? Okay, ich mache mal Throttle Right. Wir haben auf dem Daumen haben wir auch am Throttle noch ein Drehrädchen. Und das ist der Joy Slider 2, den hat er jetzt schon zugewiesen. Und dann drücke ich OK. Und wenn ich da jetzt das Rad bewege, dann sieht man, ist das alles zugewiesen. Also, damit haben wir jetzt alle Buttons und Knöpfe am Cytec X35T am Schubregler und am Cytec X36F am Joystick überprüft. Alle Buttons und Achsen sind also funktionsfähig. Okay, der Joystick wird mittels USB angeschlossen. Es ist noch ein Y-Kabel da dran, mit, ich denke, dass das ein Gameport-Device ist. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil an meinem PC kann man keinen Gameport mehr anschließen. Aber man sieht, ich habe den jetzt mit meinem Windows 10 PC mit USB verbunden. Alles wird erkannt, alles kann entsprechend im Flugsimulator zugewiesen werden. Alle Buttons funktionieren, alle Achsen funktionieren. Damit sollte jetzt eigentlich alles geklärt sein. Dann stoppe ich jetzt die Aufnahme. Muss ich einmal raustappen und dann ist Schluss mit lustig. Ja. Leider komme ich jetzt nicht mehr raus. Fuck. Schieb mal den Joystick zur Seite und schau mal, dass ich jetzt hier raus kann.